Herzlich willkommen zu Luigi's Mansion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt Luigi zum Glück nicht im Stich gelassen, werde ich natürlich auch nicht. Ja, denn der befindet sich hier in der richtigen Scheiße. Denn, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Infos zu der Geschichte haben wollt, dann im ersten Part dann einschalten, dann wisst ihr mehr. Auf jeden Fall wollte ich heute in diesem Part, also machen wir natürlich weiter, und ich wollte, da ich meines Wissens nach auch nicht so sinnvoll ist passiert, einfach nur weitergehen hier und so, würde ich sagen, habe ich auch seit dem letzten Part ja auch beschlossen, also am Anfang sogar schon von Anfang an habe ich beschlossen, in diesem Part über die Beta-Version von Luigi's Mansion zu sprechen, da ich gehört habe, die soll besser sein, habe ich mir auch ein paar Videos bei YouTube angeguckt und die soll wirklich besser sein, also wo die es erklärt haben. Und auch im Internet. Du bist ein Arsch, ey. Du bist ein richtiger Arsch, ey. Fühlt sich geil, ne? Da habe ich mich im Internet so informiert darüber. Und ja, wirklich, das ist wirklich gelungen da. Weil sie nämlich jede Menge Zeug, das in der Beta-Version vorhanden war und so, rausgenommen wurde, leider. Nämlich an sich sollte da unten bei der Lebensanzeige, sollte nämlich noch daneben ein Strich sein, mit einer 100 daneben, also dass man bis zu 100 haben kann. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Unterschied hatte, aber ich glaube, das soll zeigen, wie viel man insgesamt hatte. Obwohl man das ja schon von Anfang an merkte, weil man da ja schon eine hatte. So habe ich jetzt ein wenig am Arsch, weil ich jetzt 10 mehr habe. Oh, das ist so schlimm. Ich habe 10 Leben weniger als sonst. Aber naja, vorhin und jetzt ist es schon wieder der Fall. Ich stelle mich schlecht an, wirklich. Muss ich gleich mal sagen, ich habe Luigi's Mansion schon lange nicht mehr gespielt. Ja, kommen wir zur Beta zurück. Also, gleichzeitig sollte da unten, gleich hier neben der Lebensanzeige, sollte auch ein Münzzähler sein. Der wurde aber gleich rausgenommen. Wie gesagt, jetzt hat der Game Boy Horror die Münzen, zeigt der Game Boy Horror die Münzen an. Und gleich daneben sollte auch eine Anzeige sein, die es auch heute noch gibt, aber früher war es irgendwie so ein komisches Meter, das anzeigte, dass an einer bestimmten Zeit, wenn sie auf 10 zeigt, dann soll der Schreckberg explodieren oder so. Ja, und ja, das soll halt jetzt in diesem Spiel gibt es sie halt auch, aber da hat sie einen anderen Zweck, wo wir noch dazu kommen werden. Gleichzeitig sollten die Geister anders aussehen. Diese gelben, die wir hier, oder die goldenen auch, die wir hier, oder nee, ich würde eher sagen, dass die orange sind, ja. Manche nennen sie auch als Gold. Aber jetzt, ich würde eher sagen, dass die orange sind. Haben wir heute hier eine welche neue Geisterart, genau wie vorhin, halt dieser Purple Puncher, wie man die auch nennt. Da bin ich jetzt nicht einmal jetzt in der Bananenschale ausgerutscht. Die war doch auch so entfernt, so ein bisschen entfernt von mir. Wieso? Oder beziehungsweise habe ich sie doch aufgesaugt, Junge. Also ich komme immer vom Thema weg hier. Ja, werde ich auch mal kurz, denn hier ist nämlich ein Geldgeist drin, dann kann ich mich noch erinnern, ja. Assi zu fangen, sage ich euch. Aber auch nicht verschwinden lassen, sonst, weil der bringt halt Maßen Geld und der ist dafür sehr schwer. Ja, jetzt habe ich ihn. Lacker. Ja, seht ihr ja schon. Oh, mega. Kohle hier. Hefisch. Ja, also kommen wir zu Beta zurück. Also ich komme immer vom Thema weg. Denn, also verändert wurden die Geister, der Orangene hier, wie gesagt, wenn ich jetzt als Orange, der sollte eigentlich orange grün sein und hatte war dick grün und hatte so eine komische Nase. Das hatten auch die meisten Geister. Dann gab es also der Purple Puncher, den wir gerade eben hatten, der sollte eigentlich hier blau sein und hat grün war der normale. Ich glaube, der sollte blau aussehen und hatte so eine der sollte blau sein und hat eine große Nase gehabt. Dann hat er verändert, dann wurde er Gold. Sieht etwas anders aus wie der hier. Ich komme gleich weiter. Mario, willst du nur? Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Fühle ich mich gleich viel wohler. Bitte, los, Mario, retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag ich stecken? Ja, das werden wir in dem Game herausfinden, aber wie gesagt. Denn der sollte dann die goldene Farbe kriegen, hatte aber ebenfalls wieder eine große Nase. Ja, und dann bekam er seine lila Farbe und dann ist es der, wurde es zu dem Purple Puncher, also macht er seinen Namen alle Ehre.
und dann wurde er zu dem, den wir heute kennen und lieben. Und letztendlich kam auch dieser ein gewisser blauer Geist, zu dem wir noch kommen werden, der sah einfach nur lila früher aus und hatte halt auch noch eine Nase, eine merkwürdige Nase. Ich mach gleich auch wieder weiter. Denn, ja, Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Ich halte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so. Ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Am Anfang habe ich ja gesagt, diese Karte kam mit Y, aber nee, stimmt. Mit X kam es auf. Sorry. Also Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Darf ich es eigentlich weiterziehen? Danke. Denn ein gewisser asozialer Geist, also da wurde noch eigentlich ein Geist hingemacht. Also in der Beta gab es nämlich einen gewissen Geist, den es hier überhaupt nicht mehr gibt. Nämlich der Basher. Und das ist der asozialste Geist von allen. Weil der Luigi auf eine... Die Münzen nicht. Autsch. Nicht trauen, denn... Guck mal auf die Karte. D mal mit Y. Mit Y kommt die Karte. Ja, ihr seht. Ups. Sorry. Das machen wir mit dem A. Und jetzt mit dem C-Stick. So kann man bewegen. Denn... Ja. Das ist eine sogenannte Fake-Tür. Und ja, ihr habt ja gesehen, die erste. Die ist richtig. Und hier treffen wir nämlich auf den ersten Gemäldegeist. Und ich würde sogar sagen... Ne, erstmal fangen wir das Buch hier. Mann, ich wollte eigentlich zu dem Basher kommen, aber jetzt komme ich nicht dazu, ey. Da wirst du gleich auf den ersten kommen hier. So. Scanne. Weiter so. Versuch nur mich zu finden. Ich kann nicht sehen, aber du mich nicht. Ja, ich kann es euch schon mal sagen, wie es geht. So. Muss weggucken. Licht aus. Ja, jetzt. Denn wenn er geht, dann sieht er uns nicht, aber wir sehen ihn. Und ja, das ist dann die Zeit halt. Es ist halt die Zeit, ihn zu attackieren. Und ja, das nicht nur das, sondern es bringt uns hier jedes Mal, wenn wir so einen Geist killen, also einfangen zu versuchen, kriegen wir hier Perlen und die sind sehr viel wert, sag ich euch. Am meisten die große Perle. Die kriegt man, glaube ich, sogar nur, wenn man den im ersten Versuch fängt. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. So, was kriegen wir hier? Ein Schlüssel. Der uns zum nächsten Raum führt. Und glaube ich, werde jetzt auch nicht zu reden bekommen, denn ich glaube, hier kann man jedes Mal hier ein Buch lesen, ne? Ja, ich komme einfach nicht zum Basher. Mann, Alter. Aber danach reden wir über den Basher. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du es lesen? Klar. Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf. Sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu ihrer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zu kehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Nicht selten öffnet sich ein neuer Pfad, der zur Lösung des Rätsels führt. Ja, komm. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei The Leisure selber weiterhilft, aber okay. Das hat ja mit ziemlich vielen Secrets zu tun. Das ist ja das Geile an dieser Spieleserie. Du hast Ramons Riesenbaby-Ratgeber gefunden. Müsstest du ihn lesen? Ja. Mein dritter Sohn ist immer noch ein Kleinkind. Als ob das nicht so seltsam genug wäre, fallen ihm die bösesten Scherze ein. Ganz im Gegensatz zu den beiden anderen. Denn diese beiden Zwillinge, sie haben eine heidene Angst vor Feuer, Wasser und Kälte und Wind. Nun, sie zittern regelrecht vor Angst, wenn sie einer dieser elementaren Kräfte ausgesetzt sind. Manchmal denke ich gar, sie verhalten sich weitaus kindischer als ihr kleines Brüderchen. Ja, denn dazu werden wir auch noch diesem Kind werden wir auch noch früh genug kommen, sage ich euch. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Ja, ich möchte es lesen. Die Dunkelheit übt auf Geister, Mäuse wie eine vergleichbare Wirkung aus, wie auf Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an einer Rand zu gelangen. Gezeichnet Gerd Guda. Okay. Next. Du hast das Buch des Perikles gefunden.
gefunden. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor, die den Großteil unserer Welt bilden. Um diese Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Ja, hier bekommt man sogar wichtige Infos fürs Game. Okay. Du hast Igits Geisterfibel gefunden. Klar möchte ich sie lesen. Geneigte Leser, sicherlich hatten auch Sie schon mal ein Problem mit Geistern, die Sie wahrlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Wenn also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben jenem sturen Astralgestalten aus heftigste bedrängt wird, geht ihnen ein Lichtlein auf. Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen, einer Möglichkeit, sie in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Epic. Schön für dich, das werden wir nämlich in diesem Let's Play auch tun. Du hast Rolandas Kinderpflegejournal gefunden. Und auch das möchte ich lesen. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Kürzlich sind sie sogar verschwunden, um in ihrem Zimmer Schlüssel fernab ihres Zimmers in dieser Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihre Hubschraubermobile wegbewegt habe. Die geistige Jugend heutzutage, wer durchblickt schon, was in ihren Köpfen vor sich geht, meine Güte. Mein Deutsch lässt nach schon wieder. So, jetzt aber wirklich zum Becher. Der Becher ist nämlich ein Geist, der gewisser, also ihn auf eine gewisse Weise erschreckt hat, nämlich indem er sich, also es bildet sich so ein komischer Rauch. Und dann erscheint er genau hinter Luigi und erschreckt ihn irgendwie mit so, ich glaube, das steht dann auf dem Bildschirm so, baaah. Und ja, dann erschreckt sich Luigi so sehr, dass er nach hinten fällt, auf seine Arme und Beine, also mit Händen und Beinen auf den Fußboden entlang krabbelt und ja, die Hälfte seiner Leben verliert. Und ja, das ist ja wohl zu krass, denn bisher haben wir nur Geister gesehen, die uns irgendwie 10 oder 5 abgezogen haben. Aber 50! Das ist wirklich übelst krass. Also ja, schade, wirklich schade, dass sie ihn rausgenommen haben. Das wäre wirklich der stärkste Geist, normale Geist gewesen, den es hier in diesem Game gibt. Aber man hatte eine Hilfe, die es auch in diesem Spiel gibt, aber nur verändert. Denn da unten bei diesem Game Boy Horror, da erkennt man hier so eine Umrandung. Und da sollte eigentlich ein Lämpchen sein, das wenn das Rot blinkt ganz schnell, dann sollte es vor Basher warnen, dass einer in der Nähe ist. Dann sollte man der halt warnen. Aber heute wurde es gegen etwas, im Originalspiel hier wurde es gegen etwas anderes ausgetauscht, dort, wo wir aber noch zu kommen wären. So, auf jeden Fall haben wir den nächsten Geist gefunden. Ist mein Haar nicht hinreizend? Natürlich finde ich viel Zeit mit der Pflege. Ich war zu Tode gelangweilt, als ich in diesem Gemälde versteckte. Nun verbringe ich meine gesamte Zeit vor dem Spiegel. Auch wenn das Leuten Angst einjagt, hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Ja, vielleicht wird sich für dich alles zum Schlechten wenden, denn ich werde hier erstmal schön ruckartig, naja, so ruckartig, ich weiß es auch wieder nicht, hier das Fenster aufreißen. Meine Güte, es zieht wie echt Hechtsuppe. Ich konnte ja gar nicht mehr zu. Das ist mir echt noch nie passiert, Leute. Nochmal auf. Das auch nicht. Also ich stelle mich so blöd an. Hallo. Also mein Skill ist derzeit vollkommen am Ende. Ich hoffe, das bessert sich im nächsten Part. So, dritter Versuch. Diesmal die ganze Zeit saugen. Ich dachte, man muss die auch nochmal blenden und so, aber nein, stimmt, man kann ja auch sofort saugen. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Sorry, wie gesagt, mein Skill ist derzeit wirklich am Ende. Ich hoffe, gib einen Daumen hoch auf dieses Video, dann wird sich das bestimmt im nächsten Part ändern. Giftpilz will ich natürlich nicht haben.
Ich bin mir sicher, brauche ich nicht erklären, ich bin mir sicher, wir werden in diesem Let's Play bestimmt noch erfahren, was passiert, wenn wir mit ihm in Berührung kommen. Das wird mir bestimmt bei meiner Dummheit passieren, immer noch. Und ja, ich würde sogar sagen, ich weiß, wir haben in diesem Part nicht viel geschafft, aber ich glaube, wir werden dann im nächsten Part dann weitermachen. Ich will nur kein Risiko eingehen, nicht, dass mein Part hier einfach beendet wird. Und ich gebe hier mein Bestes, dass hier. Ah, so geht's, okay. Da kommt nämlich Geld raus. Richtig viel Geldscheine. Ach, da fliegt er noch einzeln rum. Schön. So, mir ist ja auch nicht, wie es aussieht, ja. Schon alles abgesucht. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann. Obwohl, habe ich noch was zu der Beta zu sagen? Weil dann, wenn ich noch was zur Beta. Ich überlege nochmal, dann, ob ich noch was zur Beta-Version zu sagen habe. Nach dem Basher. Ja, ein bisschen über den Basher noch und doch einiges. Denn, ja. Wie gesagt, das kommt dann im nächsten Part, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao bei Luigi. Bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion.